Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute packen wir mal etwas Ungewöhnliches aus, würde ich mal sagen. Und zwar einen portablen Monitor mit einer Größe von 15,6 Zoll. Kommt von der Firma Memtec und ich habe sowas bisher noch nie getestet und in Händen gehabt oder in Gebrauch gehabt. Und deswegen dachte ich mir, wir packen den auch mal gemeinsam aus. Auf der Rückseite haben wir die ganzen Spezifikationen nochmal stehen. Memtec 15,6 Zoll Typ C tragbarer Monitor, ZIP mit Aufstellfunktion und. Also ich bin wirklich gespannt, was das Ding hier abliefern kann. Und wir schauen jetzt einfach direkt mal rein. Packung, ihr seht schon, relativ schlicht gehalten. Wir nehmen mal hier den Deckel runter. Und da fällt uns gleich schon was entgegen und das ist ja eine Display-Schutzfolie und zwar eine der etwas größeren Art, also da kann man noch ein bisschen Schutz vorne aufbringen. Dann haben wir hier, was haben wir denn da? Ein kleines Geschenk, ja wunderbar. Und hier haben wir den eigentlichen Monitor und es fühlt sich für mich jetzt gerade so an, als würde ich hier ein Tablet auspacken. Aber ist es ja nicht. So, ich lege das Ding mal noch kurz zur Seite und wir sehen, wir haben einiges im Lieferumfang enthalten. Das erste wäre ein, ja, das ist ein USB-C auf USB-C Kabel. Das wäre Nummer 1. Dann die Nummer 2. Das müsste eigentlich HDMI auf, was war das, Mini-HDMI sein. Sollen wir mal die Kappen hier runternehmen, dass man das auch sehen kann. Und jawohl, genau so ist es. Das ist also einmal ja, HDMI auf Mini-HDMI. Was haben wir hier noch? Das sieht auch nochmal nach einem USB-C-Kabel aus. Schauen wir rein, dann wissen wir Bescheid. Genau, das ist nochmal ein USB-C auf USB-A-Kabel. Und was da? Das sieht doch schwer nach einem Adapter aus. Na, komm her. Irgendein, ach so, das ist der Stromanschluss. Klar, das Ding braucht ja noch extra Strom, denn nur über USB-C wird das Ganze ja wohl nicht funktionieren. Also hier haben wir noch den Netzstecker und der hat eine Leistung oder ein Output von 5 Volt und 2000 Milliampere. Ja, von Mary King. Habe ich auch irgendwo schon mal gehört. So, und dann ganz zum Schluss noch unsere kleine, aber dicke Bedienungsanleitung, aber natürlich in mehreren Sprachen. Dann wollen wir uns das Gerät mal genau anschauen. Also Tablet, Quatsch, Tablet sage ich schon, Monitor rüber und raus aus der Schutzhülle. Und mal ganz ehrlich, das sieht doch aus, als würde ich hier ein Tablet unboxen, oder? Also, wie mache ich das denn? So muss ich es machen. Und dann klappen wir das ganze Ding mal auf und sehen, dass hier unser Monitor drin liegt oder unser Display. Und das kann ich runternehmen. Das hier ist so ein Schutzcover, wie man es von den Tablets her kennt. Ne? Ist auch magnetisch und dann kann man den Monitor damit auch aufstellen später. Und hier ist noch was drüber, nämlich eine Schutzfolie. Die nehme ich direkt mal runter, damit wir auch gleich sehen können, wie es denn hier auch völlig unbedeckt aussieht. Mal richtig rumdrehen. Ja, also sieht nett aus. Es ist kein glänzendes Display. Man kann es hier schön erkennen. Also matt, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Denn auch gerade, wenn man es mitnimmt, man hat es zum Beispiel draußen stehen und dann spiegelt da alles drin und man erkennt alles sehr schwierig. Da finde ich, ist matt die richtige Lösung. Der Rahmen hier, der fühlt sich ja, das ist Aluminium. Ganz eindeutig hier die Ränder, alles Aluminium, genauso wie auch hier die Rückseite, auch alles aus Aluminium gefertigt, also wirkt echt schön und hochwertig. Schauen wir uns mal hier die Anschlüsse an, was wir hier dran finden können. Wir haben hier den Power-Button, dann haben wir hier einen Plus- und Minus-Regler, wofür auch immer der genau sein mag, vielleicht für die Lautstärke. Dann haben wir hier den USB-C-Anschluss und der wird für die Stromversorgung zuständig sein. Dann haben wir dort nochmal einen Lautsprecher. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher drin. Auf der Oberseite haben wir nichts. Auf der linken Seite finden wir den zweiten Lautsprecher, den Mini-HDMI-Eingang, nochmal USB-C und 3,5 mm Klinke. Und das war's. Oben und unten haben wir keine weiteren Anschlüsse. Jetzt ist hier natürlich noch interessant, wie wir dieses Cover hier verwenden. Und Gott, mir geht der Platz hier aus. Also ich lege es nochmal hier rein. Magnetisch hält dann das Cover direkt hier fest und ich kann das genau wie beim Tablet dann hier in verschiedenen Positionen aufstellen oder in verschiedenen Winkeln. Einmal so, einmal noch ein bisschen steiler.
Ich glaube, aus dem Winkel könnt ihr das besser sehen, wie man das hier aufstellen kann. Also einmal die Position und einmal die Position. Und ich weiß gar nicht, ob man es irgendwie noch rumwickeln kann, um es irgendwie anders aufzustellen. Das muss ich mir noch angucken jetzt in meiner Testzeit. Aber so wirkt das Ding echt hochwertig und macht schon mal einen guten Eindruck. Wie so ein Riesentablet eben. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Will das nämlich als Zweitscreen bei meinem MacBook benutzen. Übrigens, das Teil hier kostet regulär 260 Euro. Ich habe es bei Amazon gekauft. Da gab es gerade noch eine Rabattaktion. 60 Euro sind da nochmal runtergegangen. Also für 200 Euro gekauft. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt nachher ja mal in meinen Link klicken unter dem Video hier in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es die Rabattaktion ja noch. 200 Euro, das ist schon übersichtlich, ne? Aber 260 Euro, naja, ich sag euch später, ob er das wert ist oder nicht, denn für mich startet jetzt hier erst einmal die Testperiode, das heißt, für euch gibt es einen kurzen Cut und dann erzähle ich euch meine Erfahrungen hier mit dem externen portablen Monitor von Memtec. Tja, Freunde, eine Woche ist vergangen, in der ich hier dem Monitor mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe und jetzt kann ich euch auch ein bisschen mehr dazu erzählen, was gut ist und was nicht so gut ist und was ich insgesamt von dem Teil halte. Wir fangen direkt mal hier mit der Außenanmutung an vom Schutzcover. Man kann nämlich schon durchaus hier Abnutzungsspuren erkennen. Ich habe hier so ein kleines Kratzerchen drin. Man sieht hier so ein paar fettige Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke kann man hier durchaus sehen. Da sind so kleine Fettrückstände. Ich hoffe, man kann es auch an der Kamera erkennen. Hier zum Beispiel, da glänzt das Ganze ein bisschen mehr. Also ich würde mal sagen, das sieht nicht allzu gut, wenn man viel damit unterwegs ist. So schick und neu aus, wie eben frisch aus der Box, aber insgesamt sieht noch okay aus, ja, also völlig in Ordnung, aber rechnet damit, das Ding wird sich abnutzen. Ansonsten von der Funktion her finde ich das Cover hier richtig prima, denn man kann ja hier das Tablet, ich will immer Tablet sagen, man kann ja hier den Monitor so wunderbar einstellen oder draufstellen, dann kann man das hier nochmal so rumklappen, hat einen sehr stabilen und festen Stand dann mit dem Ding. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und ich habe, ja, was habe ich hiermit gemacht? Ich habe natürlich zum einen hier mal mein MacBook angeschlossen, denn dafür wollte ich das Ding ja auch eigentlich benutzen. Damit ich hier noch einen Zweitmonitor habe, einfach über Typ C, USB-C, wird das Ganze hier eingestöpselt. Wir haben dann die Möglichkeit, auch hier die verschiedensten Einstellungen vorzunehmen. Auf dem Display Helligkeit, Kontrast, Schwarzwerte, Schärfe und so weiter. All das kann man natürlich einstellen, genauso wie noch eine ganze Menge mehr. Er hat hier verschiedene Modi, die dann hier auch wählbar sind. Wir haben den Standardmodus, der ist immer an, dann RTS, FPS, Text, Movie und Spiel. Und ich habe es oft auf Spiel gehabt. Dann können wir die Farbtemperatur rot für grün, für blau nochmal einstellen. Die On-Screen-Settings, wie lange das angezeigt werden soll. Wir können auch resetten, das Ganze auf stumm schalten und natürlich die Lautstärke damit ändern. Und man kann hier die Signalquelle auswählen, HDR einschalten oder ausschalten oder auf Automatik schalten. All die Geschichten, was man eben so von einem Monitor erwarten darf. Und das funktioniert gut, genauso wie hier die Einstellung der Lautstärke, die auch immer gut funktioniert hat. Aber da kommen wir schon zu einem ersten Schwachpunkt. Die Lautsprecher, boah, meine Güte, da ist ja jedes Smartphone besser ausgestattet. Also die haben wirklich so einen dünnen Klang, die Lautsprecherchen. Ich sag mal nice to have, besser als wenn keine dabei wären. Aber die sind echt nicht der Rede wert. Damit will man sich dann keine Filme anschauen, auch nicht wirklich was damit spielen. Also für den Notfall sind sie in Ordnung, sie werden aber nicht besonders laut und sind auch vom Klang her ziemlich dünn. Hört euch das mal an. Also jetzt gibt's mal den Klang hier auf voller Lautstärke aus dem Monitor raus. Bitteschön. Hallo Leute und willkommen hier bei MirAppleCat. Ihr seht schon, wir kommen hier in die ganz, ganz heiße Phase von iOS 13. So, das soll mal reichen. Jetzt schalte ich einfach mal um auf meine ganz normalen hier Lautsprecher vom MacBook. Und da mache ich nicht mal auf volle Lautstärke, sondern ich sag mal so auf 80%. Und wir hören uns den Part hier nochmal aus den MacBook-Lautsprechern an, nur dass wir mal einen Vergleich haben. Hallo Leute.
Leute und willkommen hier bei mir, Applecat. Ihr seht schon, wir kommen hier in die ganz, ganz heiße Phase von... Also ich glaube, das hat man jetzt schon deutlich hören können. Die Lautsprecher hier, die sind echt nicht der Rede wert. Jedoch kann man das Ganze natürlich ein klein bisschen abschwächen, indem ich sage, wir haben ja hier noch einen Kopfhöreranschluss dran, 3,5 mm. Da kann man also auch, wenn man was spielt oder ein Filmchen guckt, einfach hier Kopfhörer anschließen und das klappt dann auch ganz wunderbar. So, ich stöpsele mal eben hier den Computer ab und kann euch noch mal was zu den Anschlüssen sagen. Wir haben ja hier diesen Mini-HDMI und den USB-Typ-C-Anschluss dran und mit denen klappt das auch sehr gut. Also ihr habt es gesehen, einfach hier USB-C ans MacBook anschließen oder an euren Laptop anschließen und dann habt ihr sofort Sound und Videobild und die Stromversorgung damit hier gewuppt. Wenn ihr irgendwas anderes anschließt über den HDMI-Port, braucht ihr natürlich noch eine extra Stromversorgung. Dann müsst ihr das USB-C-Kabel zusammen mit dem Netzsteckerchen nochmal anschließen. Also zum Beispiel, als ich hier meine PlayStation angeschlossen habe, einmal die PlayStation über Mini-HDMI zu HDMI-Kabel und dann USB-C zum Netzsteckerchen für die Stromversorgung und dann konnte das dann direkt losgehen. Ist klar, HDMI liefert hier nicht genug Strom für so einen ja doch recht großen Monitor. Auf der anderen Seite haben wir auch noch den HDMI-Anschluss. Die Wippe für die hier Eingaben im On-Screen-Menü, die fand ich ehrlich gesagt ein klein wenig fummelig. Man kann also hier nach oben, nach unten machen und zum Bestätigen muss man hier nochmal reindrücken und ja, das ist schon ein bisschen fummelig. Also ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie mal so eine Auswahl machen wollte zum Reindrücken, dann bin ich da oft so ein bisschen verrutscht und dann ging es dann im Endeffekt doch nach oben, nach unten, ging dran vorbei. Ich kenne das schon hier von einem anderen Monitor bei mir, aber naja, es ist platzsparend, aber nicht so bedienerfreundlich. Dafür, da unten der Powerbutton, der läuft dafür umso besser. Ja, Materialanmutung, Freunde. Echt gut. Schönes Aluminiumgehäuse, habe ich schon gesagt. Das hat keine Abnutzungsspuren in der Woche davongetragen. Fühlt sich echt gut an und vor allem auch sehr, sehr leicht. Das ist ein sehr leichtes Gerätchen. Kann man also echt gut portabel mitnehmen. Jedoch sollte man drauf aufpassen. Ihr seht es ja, mattes Display, Bildschirmhelligkeit für innen drin. Ja, wunderbar, wird hell genug, aber ich sag mal im Sommer, ich konnte es jetzt nicht im vollen Sonnenschein testen, aber hier unter meinem Studiolichtchen, denn wir haben Dezember, das Wetter ist relativ bescheiden draußen, aber was ich so schon mal ablesen kann von dem, was ich gesehen habe, im direkten Sonnenlicht hat man hiermit, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß, dann wird es schon schwierig, was zu erkennen auf dem Bildschirm. Also so für direkt in der Sonne zu sitzen, irgendwo draußen, ja, könnte es schwierig sein, aber überall, wo man drinnen ist, wird das hier absolut hell genug. Von der Auflösung her wunderbar, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, Full HD Auflösung. Die Farben sind ordentlich, Blickwinkel sind gut. Ja, also da gibt es eigentlich nicht groß zu meckern. Man hat natürlich nicht ganz die Brillanz wie bei einem glänzenden Display, denn wir haben ja hier ein mattes Display und da ist natürlich die Brillanz immer so ein klein bisschen weniger. Dafür sind die Spiegelungen auch deutlich weniger und ich mag matte Displays eigentlich, muss ich sagen. Von daher gibt es da auch bei mir keinen Punktabzug. Verarbeitung, Qualität, alles gut. Wie gesagt, die Lautsprecher sind nicht so toll. Die Bedienung hier mit dem fummeligen Knöpfchen, die hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, ansonsten ist das hier ein feiner Monitor. Also wer noch einen sucht, so als Zweitmonitor, den man zum Beispiel zu Hause dann hinstellt, aber auch mal flott wegräumen möchte oder ja mal eben flott wegstellen kann, dafür kann man das Ding hier absolut benutzen. Oder eben, wer viel unterwegs ist und auch mal einen größeren Bildschirm oder einen Zweitbildschirm schnell zur Hand haben möchte, auch dem kann ich das Ding hier durchaus ans Herz legen. Wie gesagt, leicht transportabel, man kann es wunderbar aufstellen, die Anschlüsse reichen völlig aus, die Kabel, die man braucht, werden alle mitgeliefert. Das ist ein schönes Teil. Doch, man muss eben nur den richtigen Einsatzzweck dafür haben. Also, wenn ihr Verwendung für sowas habt, dann gebt dem Memtec hier ruhig mal eine Chance für 200, 250 Euro. Ich habe es ja schon erwähnt, gibt es den hier zu kaufen oder auch mal so 280. Die Preise schwanken so ein bisschen. Ich würde mal sagen, für 200 Euro ist das hier ein No-Brainer. Für 250 kann man, wenn man eben die Mobilität möchte, auch gerne zugreifen. Bei 280, ja, muss man mal schauen, ob einem das Ganze dann das wert ist. Auf jeden Fall, er macht bei mir einen guten Eindruck, bekommt von mir einen Daumen hoch, aber nur einen so leicht verschrägt, denn
an den Lautsprechern. Also da ist auch genug Platz hier drin. Da hätten Sie ruhig mal noch was Ordentliches einbauen können. Wenn hier bei zwei Stereo, also bei Stereo-Lautsprechern, an so einem großen Ding so ein dünner Ton rauskommt, der deutlich schlechter ist, wie bei jedem meiner iPhones, dann ist da irgendwas schiefgelaufen mit dem Tech. Also da ist noch Luft nach oben. Ansonsten schönes Gerätchen, Freunde. Ich verlinke es euch wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den Monitor anschauen, wenn ihr mögt. Und ja, ich sage dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!